Göttingen, Kleinstadt mit bewegter Basketballvergangenheit. Die Basketballgemeinschaft Göttingen, das sportliche Aushängeschild der Kleinstadt in Niedersachsen. 2010 nach dem sensationellen Sieg in der Euro Challenge über die Landesgrenzen als gallisches Dorf des Basketball bekannt, war das Team vom niederländischen Coach Johan Rojakas in dieser Saison fast so etwas wie ein Angstgegner für die Römer. Die Bayern. Während Petteri The Buzzer Beater Koponen das Hinspiel im Audidom in letzter Sekunde noch für die Bayern entscheiden konnte, gab es auswärts eine 82-90 Niederlage. Göttingen und der Basketball, das passt. Der ASC Göttingen 80, 83 und 84 Deutscher Meister, 84 und 85 Pokalsieger. Doch auch neben dem Sport hat die Universitätsstadt so einiges zu bieten. Neben Titanic-Herausgeber und die Parteichef Martin Sonneborn und Herbert Grönemeyer kommen 45 Nobelpreisträger aus der Stadt. Auch das vielleicht meistgeküsste Mädchen überhaupt. Klar, eine Göttingerin, die Gänseliesel. Seit ca. 100 Jahren hauptberuflich Statue vor dem alten Rathaus, wird nach erfolgreicher Prüfung von den Doktoranden mit Blumen und einem Kuss auf die Wange bedacht. Unter den aktuellen Umständen verzichten wir zwar auf den Kuss, dennoch. Herzlich willkommen in München, liebe Basketballgemeinschaft Göttingen.